und auf tischtennis.de unter der Rubrik Mein Sport Deutsche Tischtennisakademie zum Download bereitstellen, sodass jeder von euch das Programm gerne noch weitere Male durchführen kann. Ja, das Webseminar richtet sich an alle Leistungsklassen und die Übungen sind so gestaltet, dass jeder mitmachen kann und außer Sportkleidung, einer Unterlage und Gymnastikmatte, einem Tischtennisschläger und Tischtennisball und gerne etwas zu trinken, wird kein zusätzliches Material benötigt. Ja, und damit möchte ich an den Daniel übergeben und wünsche euch viel Spaß beim ersten Homeworkout der Deutschen Tischtennisakademie. So, hallo zusammen. Ja, ich darf euch auch recht herzlich begrüßen. Heute bin ich mal auf der anderen Seite, nicht als Moderator, sondern als Dozent. Und hier auch meine erste Frage, ob ihr mich gut hören könnt. Wenn dem so ist, auch wieder einmal ein Handzeichen geben, damit wir das hier überprüfen können. Sehr gut, das funktioniert. Prima, dann können wir auch direkt starten. Im Programm heute habe ich mit euch vor, wir fangen an mit einer kleinen Movement Preparation zum Aufwärmen. Danach kommt dann ein Schnelligkeitsteil, gefolgt von einem bisschen Kräftigung. Und am Ende noch Entspannung. Und genau, wir fangen an. Ich liege schon. Ihr könnt euch auch mal so hinsetzen, wie ich jetzt sitze. Wir fangen an und gucken, dass wir unsere Hüfte hier so ein bisschen mobilisieren. Dafür legt ihr euch auf den Rücken, setzt die Füße auf, nehmt die Hände, legt die an die Seite, legt den Kopf ab, dass alles ganz entspannt ist. Und jetzt nehmt ihr mal und dreht die Knie so ganz langsam nach links und nach rechts, um die Hüfte zu mobilisieren. Dabei schaut ihr, dass eure Schulterblätter möglichst die ganze Zeit Kontakt zum Boden behalten. Das machen wir jetzt mal alle zusammen und nach rechts und nach links und wieder nach rechts. Und nach links und nach rechts. Und wer merkt, oh, das kann ich ganz gut, das fällt mir ganz einfach, der kann jetzt mal die Beine anheben und das Gleiche probieren. Da werdet ihr direkt merken, dass da deutlich mehr Spannung im Rumpfbereich benötigt wird, um das Ganze zu machen. Und nochmal links und wieder rechts und wieder links. Wenn du jetzt merkst, dass das für dich ganz schön anstrengend ist, kannst du natürlich auch gerne die Füße wieder absetzen. Und nochmal wieder links. Und wieder rechts. Und wieder links. Und die noch weiter gesteigerte Form wäre jetzt, dass ihr einmal eure Füße streckt und das mal Beine streckt und das mit gestreckten Beinen nach rechts und nach links wird. Und immer daran denken, dass die Schultern den Kontakt zum Boden behalten. Und noch einmal links. Und noch einmal wieder rechts. Okay, dann die Füße aufsetzen. Einmal ein bisschen auslockern und aufstehen. Als zweite Übung machen wir Ausfallschritte. Dafür braucht ihr ein bisschen Platz nach vorne. Macht so, ja, ich würde sagen, so einen guten Meter, ein bisschen mehr als Meter, macht den Ausfallschritt, dass er für euch bequem steht. Fußspitzen zeigen nach vorne und dann geht ihr hier runter, so dass hier das Knie in Verlängerung der Fußspitzen zeigt. Und da merkt ihr, wie ihr hier, wenn ihr mit eurem linken Bein vorne seid, auf der rechten Seite so eine leichte Dehnung spürt. Geht da mal rein. Schaut euch das an. Wenn ihr merkt, oh, das ist ganz schön anstrengend, könnt ihr auch hier euer Knie gerne aufsetzen und dann hier reindrehen. So, geht hier rein und drückt euch dann von hier vorne wieder ab und geht wieder zurück und geht jetzt einmal mit rechts nach vorne. Geht hier rein, dehnt die Seite einmal auf und drückt euch wieder ab. Dann wieder mit links nach vorne gehen, runtergehen und jetzt kommt noch ein bisschen Dynamik dazu. Indem ihr jetzt euch mal zur linken Seite aufdreht und schaut, ob ihr mit eurer linken Hand hinten Richtung Ferse kommt.
im Idealfall schafft es, die einmal zu berühren. Wichtig ist immer nur so weit, wie ihr euch gerade gut fühlt, dass ihr hier ein bisschen Spannung macht. Und wieder zurück. Und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Gehen rechts nach vorne, drehen uns einmal nach hinten auf, drehen uns wieder zurück und drücken uns ab. Wieder links nach vorne, einmal aufdrehen und wieder abdrücken. Und rechts und aufdrehen und wieder abdrücken. Noch zweimal pro Seite und wieder links und als nächstes rechts. Und einmal noch pro Seite und links und wieder rechts. Und wieder zurückkommen. Sehr gut. Hier nochmal kurz ein bisschen auslockern. Jetzt kommt eine Übung, wo auch ein bisschen Gleichgewicht gefordert ist. Wenn ihr merkt, mit dem Gleichgewicht, das klappt nicht so gut, dann nehmt euch einen Stuhl oder eine Wand, wo ihr euch festhalten könnt für den ersten Durchgang. Wir machen jetzt nämlich die Standwaage. Bei der Standwaage stellt euch hin, links als Standfuß und geht jetzt mit dem Oberkörper nach vorne. Und das gestreckte rechte Bein bleibt hier in einer Verlängerung. Und dann schaut ihr mal, dass ihr euch hier jetzt nach vorne beugt. Hände könnt ihr erstmal runternehmen, dass das möglichst in einer geraden Linie ist. Wichtig dabei ist, die Hüfte, die bleibt horizontal zum Boden. Nicht, dass ihr hier irgendwo aufdreht, sondern schaut, dass die Hüfte hier wirklich bleibt. Arme sind hier unten. Das ist so die Ausgangsübung. Und dann einmal rechts als Standbein und links anheben. Kurz halten, dann zieht das hier auf der Oberschenkelrückseite und wieder zurückgehen. Und dann nochmal mit links als Standbein und rechtes Bein anheben und wieder zurück. Linkes Bein anheben und wieder zurück. Und die gesteigerte Form davon ist jetzt, dass ihr beim Runtergehen eure Arme noch mitstreckt, um wirklich die Streckung in den ganzen Körper zu bekommen. Kurz halten und wieder zurück. Und wieder runtergehen und im ganzen Körper strecken. Und wieder stehen. Wir machen das noch 4-mal pro Seite. Links ist Standbein, rechts wird gestreckt. Rechts ist Standbein, links wird gestreckt. Links Standbein, rechts strecken. Und wieder rechts Standbein und links strecken. Und noch 2-mal pro Seite. Links ist Standbein, rechts ist das Standbein, links wird gestreckt. Und da immer wieder darauf achten, dass wirklich die Hüfte schön horizontal zum Boden ist. Und noch einmal rechts. Okay. Und sehr gut. Und dann machen wir als nächste Übung auch wieder die Ausfallschritte, die wir eben gerade schon gemacht haben. Und zwar geht ihr jetzt, wir fangen auch mit links an, mit links nach vorne. Nehmt eure Hände und setzt die auf Höhe des vorderen Fußes auf. Und merkt jetzt auch, wenn ihr hier anfangt, eure Hüfte so ein bisschen nach vorne zu schieben, wie das auch wieder hier so richtig schön reindehnt. Diese Dehnung wird jetzt noch ein bisschen verstärkt, indem ihr eure linke Hand nehmt, euren linken Arm. Und jetzt schaut, dass ihr mit eurem linken Ellenbogen Richtung Fuß kommt. Aber nur so weit, dass ihr hier merkt, dass es dann auf der linken Oberschenkelinnenseite so ein bisschen zieht. Einmal kurz eingehen, dann wieder die linke Hand aufsetzen. Und jetzt streckt ihr euer linkes Bein einmal, dass dann hier nochmal die Oberschenkelrückseite schön gedehnt wird. Wenn ihr das habt, steht ihr einmal auf und seid wieder in der Ausgangsposition. Dann machen wir jetzt das Ganze für die rechte Seite. Linkes Bein geht nach hinten, ihr geht runter, setzt beide Hände auf, nehmt jetzt den rechten Ellenbogen, führt den zum rechten Fuß einmal, setzt die rechte Hand wieder auf und streckt das rechte Bein. Einmal kurz strecken und dann wieder zurück in die Ausgangsposition gehen. Das machen wir auch wieder 4-mal pro Seite. Rechtes Bein geht nach hinten, Hände setzen auf, linker Ellenbogen zum linken Fuß, Hand setzt wieder auf, linkes Bein strecken und wieder zurück in die Ausgangsposition. Linker Fuß nach hinten, Arm aufsetzen, rechter Ellenbogen zum rechten Fuß, rechte Hand aufsetzen, rechtes Bein strecken und wieder zurück in die Ausgangsposition gehen. Dann rechtes Bein nach hinten nehmen, Hände aufsetzen,
linker Ellenbogen zum linken Fuß, linke Hand wieder aufsetzen, linkes Bein strecken und links nach hinten nehmen, Ellenbogen zum Fuß, Hand aufsetzen, Bein strecken und rechts nach hinten nehmen, Hände aufsetzen, Ellenbogen zum Fuß, Hand wieder aufsetzen und zurück in die Ausgangsposition. Einmal noch, Hand aufsetzen, rechter Ellenbogen, rechter Fuß, Hand aufsetzen, Bein strecken und in die Ausgangsposition. Sehr gut. Und die letzte Übung von der Movement Preparation. Nochmal so ein bisschen was hier auch für die ganze Ganzkörperkette. Ihr legt euch auf den Bauch, streckt die Hände zu den Seiten aus. Nasenspitze zeigt Richtung Boden. Ihr könnt auch gerne die Stirn auf den Boden ablegen. Und jetzt versucht ihr mit eurem rechten Fuß Richtung linke Hand zu kommen und dabei aber mit der rechten Schulter möglichst den Bodenkontakt zu behalten und schaut mal, wie weit ihr kommt. Das dehnt auch wieder so richtig schön die ganze rechte Seite auf. Einmal hingehen, wieder zurück und ablegen und jetzt mit dem linken Fuß zur rechten Hand. Und wieder zurück, rechter Fuß zur linken Hand, einmal reindehnen und wieder zurückgehen. Linker Fuß zur rechten Hand. Ich merke auch gerade, mit jedem Durchgang komme ich ein bisschen weiter zu meiner Hand. Da habe ich es jetzt schon das erste Mal berührt. Zack, noch zweimal pro Seite. Nochmal wieder rechts zur linken Hand. Links zur rechten Hand. Und nochmal wieder rechts zur linken Hand. Und noch einmal links zur rechten Hand. Okay, sehr gut. Das war das Aufwärmen. Ich bin schon ganz gut warm. Wer möchte, kann auch zwischendurch natürlich immer gerne einen Schluck trinken. Was als nächstes jetzt kommt, jetzt ist es nochmal, um wirklich richtig warm zu werden, gleich für die Schnelligkeit. Und zwar machen wir eine Runde Tabata. Dafür schalte ich jetzt gleich meinen Computerton ein. Da wird dann gleich ein Lied laufen. Und in diesem Lied, da sagt auch die Stimme das an, dort ist immer 20 Sekunden Belastungszeit und dann 10 Sekunden Pause. Und wir machen dabei immer in diesen 20 Sekunden eine Übung und dann nach der Pause, wenn die nächsten 20 Sekunden kommen, machen wir die nächste Übung. Die erste Übung, die wir machen in den ersten 20 Sekunden, sind auch, was wir eben schon gemacht haben, die Ausfallschritte. Bei den Ausfallschritten stellt ihr euch hin und geht so wie eben auch mit dem Fuß nach hinten, geht hier rein, haltet das einmal kurz, könnt die Arme hier nehmen, könnt auch zum Ausbalancieren die strecken und geht wieder nach vorne. Ich nehme die mal ganz gerne hier in die Hüfte und geht wieder zurück und geht wieder runter. Das ist die erste Übung für die ersten 20 Sekunden. Dann sind 10 Sekunden Pause. In den 10 Sekunden Pause könnt ihr schon mal euch hier so Richtung Boden in den Vierfüßlerstand orientieren, weil wir dann als zweite Übung die Mountain Climbers machen. Bei den Mountain Climbers gehst du in die Ausgangsposition für die Liegestütze, guckst, dass die Hände unter den Schultern aufsetzen, der Körper möglichst in einer Linie ist. Ich drehe mich dafür nochmal, so dass das hier wirklich alles schön gerade ist. Und dann funktioniert der Mountain Climber so, dass du mit dem linken Knie nach vorne ziehst und danach mit dem rechten Knie. Du kannst dabei auch gerne das so ein bisschen über Kreuz machen, dass das linke Knie Richtung rechter Ellenbogen geht und das rechte Knie zum linken Ellenbogen. Und das ist dann die Übung. Zack, zack, zack. Wer will, kann das auch ein bisschen schneller und dynamischer machen. Das ist wieder jedem selbst überlassen. Und das Ganze machen wir 8-mal, also jede Übung 4-mal. Okay, dann macht euch bereit. Auf mein Kommando geht's los mit den Ausfallschritten. Ready und los geht's. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Mach das in deinem Tempo, so wie es für dich angenehm ist. Wichtig ist immer,
saubere Übungsausführung. Das war schon der erste Durchgang. Dann kommen jetzt die Mountain Climbers. Hälfte ist gleich schon geschafft. Und wer jetzt so langsam merkt, dass der Puls hochgeht, genauso soll das sein. Jede Übung noch einmal. Durchgang. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Holen wir mal alles raus. Sehr gut. Ja, trink gerne nochmal einen Schluck. Jetzt kommen wir zur Schnelligkeit. Ich hoffe, ihr seid alle gut aufgewärmt. Ich bin es jedenfalls. Ihr braucht jetzt für die Schnelligkeit euren Tischtennisball. Den könnt ihr erstmal in die Hose stecken und euren Tischtennisschläger. Ich erkläre euch jetzt gleich einmal, was euch zukommt. Ihr seht jetzt schon die PowerPoint-Präsentation geteilt und seht mich jetzt klein im Bild, beziehungsweise seht jetzt gerade noch mich noch gar nicht. Das stelle ich nochmal ein. So, jetzt müsstet ihr mich wieder sehen können. Und jetzt könnt ihr euch das an eurem Bildschirm so zurechtziehen, dass ihr die PowerPoint auf der einen Seite seht und mich auf der anderen Seite. Wenn ihr das soweit habt, dann hebt doch mal die Hand in Chat, damit wir wissen, dass bei euch die Einstellung stimmt, dass ihr beides gut sehen könnt. Weil, das ist gut, da kommen die gehobenen Hände. Ich fange währenddessen schon mal so ein bisschen an zu erklären. Wir machen jetzt ein Schnelligkeitsprogramm, wirklich für Tischtennis. Wir fangen immer in der Ausgangsposition an, wie ihr auch normal am Tisch steht.
dann wird es in der PowerPoint-Präsentation so ein Signal geben, Achtung, das ist visuell, weil wir auch im Tischtennis visuell wahrnehmen müssen, ist diese Präsentation ohne Musik. So wie das jetzt ist, wird das dann aussehen. Und dann kommt 5, 4, 3, 2, 1 und während 5, 4, 3, 2, 1 läuft, machen wir entweder ganz schnell Tappings oder aber, wenn jetzt eure Nachbarn da vielleicht nicht so begeistert von sind, wenn ihr Tappings macht, dann geht ihr in die Ausgangsposition und hebt hier eure Fersen hoch. Das ist unsere Voraktivierung. Und nach dieser Voraktivierung wird dann ein Schlag durchgeführt. Das ist entweder ein Front Topspin, dafür die rote Seite, oder ein Rückhand Topspin. Und da man sich das ganz gut mit Tieren merken kann, das habe ich mir von einer guten Trainerkollegin abgeguckt. Und wenn ihr es vielleicht auch mal mit Kindern machen wollt, dann ist das noch viel besser, dann können die sich das auch gut merken. Gibt es das Symbol für Vorhand, den Vorhand Fuchs, und für Rückhand, den Rückhand Raben. Und so wird das gleich ablaufen. Wir machen 10 Durchgänge. Ihr seht jetzt unten rechts eingeblendet, das war jetzt unser 0. Probedurchgang. Also sobald das Symbol mit dieser Uhr, die abläuft, erscheint, heißt das, ich mache mich bereit. Dann gebe ich 5 Sekunden wirklich Gas, entweder mit Tappings oder hier mit Fersen anheben. Und dann erscheint ein Bild. Das kann ein Bild sein. Wenn da jetzt nur der Vorhand Fuchs erscheint, dann gehe ich hier aus meiner Grundstellung in die Vorhand, spiele einen Vorhand Topspin und gehe wieder zurück. Und das natürlich maximal schnell. Es kann jetzt aber auch so wie hier sein, dass 2 Bilder erscheinen. Das würde jetzt natürlich bedeuten, ich spiele erst meinen Vorhand Topspin und danach den Rückhand Topspin und gehe dann zurück in die Ausgangsstellung. Okay, dann könnt ihr euch schon mal in eure Ausgangsstellung langsam begeben und euch bereit machen für die erste Runde, die jetzt startet. Beim ersten Mal, jetzt geht's los, zähle ich nochmal runter. 4, 3, 2, 1 und Tappings. Und vorne Topspin und wieder zurück. Das war jetzt der erste Durchgang. Die Zeit ist echt kurz, aber macht das wirklich maximal schnell. Jetzt in der Zwischenzeit holt ihr euren Ball raus. Wir fangen erstmal nur ganz locker an, so jetzt in der Entspannung so ein bisschen den Ball zu prellen. Hier so ein bisschen hoch, sich zu erholen, darauf zu konzentrieren, wie der Atem ist und den Ball so ganz, ganz locker ein bisschen prellen. Könnt ihr mal so ein bisschen rumspielen. Vorhand, Rückhand, mal abwechselnd, so wie ihr gerade wollt. Okay, so. Und dann machen wir uns bereit für den zweiten Durchgang. Wieder so langsam den Ball natürlich wieder in die Hosentasche stecken. Und hier auch achtet wirklich drauf, dass ihr hier Spannung im ganzen Körper habt. Dafür haben wir die Übung davor gemacht, dass ihr hier steht, in eurer Grundstellung schön tief geht. Und dann macht euch bereit für den zweiten Durchgang. Fertig. Und jetzt reagiert jeder selber. Okay, sehr gut. Nimmt er wieder den Ball aus der Hosentasche. Gibt den wieder. Aber nehmt jetzt dabei auch mal den Fuß eurer Schlagarmseite hoch. Also bei mir, ich bin Linkshänder, wenn ihr Rechtshänder seid, nehmt ihr natürlich euren rechten Fuß hoch und fangt jetzt mal an, hier weiterhin den Ball hochzuhalten. Auch mal wieder die Rückhand, Vorhand und Rückhand und den Fuß dabei die ganze Zeit schön in der Luft behalten. Gucken, dass ihr dabei die Balance behaltet. Okay, sehr gut. Dann fertig machen, Ball wieder in die Hosentasche stecken und Durchgang Nummer 2 geht los. Okay, sehr gut. Jetzt nächster Durchgang auch wieder den Ball nehmen. Schön hochhalten. Jetzt auch wieder den Bein eurer Schlagarmseite hochnehmen.
Und jetzt fangt ihr nochmal, während ihr den Ball tippt, anfangen, mit dem Bein zu kreisen. Und wer das gut schafft, der kann hier auch noch anfangen mit Vorhand und Rückhand, aber trotzdem das Bein kreisen. Ihr seht schon, ich komme schon so langsam hier an meine Grenzen. So. Okay, gut. Dann kommt Durchgang Nummer 4 in die Ausgangsposition und los geht's. Okay. So. Und wieder den Ball rausnehmen. Wir anfangen, den Ball zu tippen. Linkes Bein hochnehmen. Linkes Bein kreisen. Und jetzt mit der rechten Hand noch anfangen, auf den Kopf zu schlagen. Ja, ich denke mir immer noch wieder was Neues aus. Und dabei könnt ihr jetzt auch hier nochmal anfangen. Vorhand und Rückhand. Und wenn es noch schwieriger sein soll, klopft ihr nicht im Takt, indem ihr den Ball hochspielt auf den Kopf, sondern versucht den mal anders zu machen, den Rhythmus. Okay, gut. Dann machen wir uns wieder bereit für Durchgang Nummer 5 in die Ausgangsstellung und dann auf das Signal warten. Okay, gut. Ja, und mit der Schlaghand kann das ja jeder. Jetzt starten wir und jetzt nehmt ihr mal den Schläger in eure Nicht-Schlaghand, um das Ganze nochmal so ein bisschen schwieriger zu machen. Wir fangen auch erstmal an mit der Nicht-Schlaghand und jeder versucht, den Ball mit der Nicht-Schlaghand hochzuhalten. Auch mal ausprobieren, ein bisschen zu wechseln. Okay, dann den Ball wieder in die Hosentasche stecken. Und ja gut, jetzt für die Schnelligkeitsübung nehmt jetzt den Schläger natürlich wieder in eure Schlaghand, weil da wollen wir natürlich maximal schnell und Tischtennis spezifisch sein. Okay, in die Ausgangsposition und auf das Signal warten. Gut, und den Ball wieder rausholen. Manche von euch werden jetzt vielleicht schon erahnen, was kommt. Den Ball hochhalten und jetzt den Fuß der Seite, mit dem ihr den Ball hochspielt, hochnehmen und das Ganze halten. Und wenn das gut klappt, könnt ihr auch wieder auf der Vorhand- und der Rückhandseite den Ball hochspielen und das noch ein, zwei, drei Rührungen halten. Okay, so, Durchgang Nummer 7. Wieder in die Ausgangsstellung gehen, dann auch nochmal die Beine ein bisschen ausschütteln und dann auf das Signal warten. Okay, sehr gut. So, hier nicht Schlaghand, Ball hochspielen, Bein der Seite anheben und auch hier hoch. Ja, auch da jetzt mal gucken, was ist, wenn ihr anfangt, das Bein zu kreisen und beim Kreisen vielleicht auch nochmal abwechselnd tippen. Ja, das ist bei mir nicht mehr richtig kreisen. Aber so soll es ja auch sein. Es soll so gerade an der Grenze sein, dass man es noch machen kann. Okay, 3 Durchgänge haben wir noch. Durchgang Nummer 8. Geht wieder in die Ausgangsposition und wartet auf das Signal.
Okay, gut. Und wieder tippen. Bein anheben. Bein drehen. Und dann noch die Hand dazu nehmen. Und die versuchen, auf den Kopf zu schlagen. Und natürlich, wer will, kann jetzt auch noch abwechselnd mit der Vorhand und der Rückhandseite prellen. So, zack. Also, ich schaffe das jetzt schon nicht mehr so richtig, aber vielleicht einer von euch. Könnt ihr mir auch gerne nachher mal in den Chat schreiben, wie weit ihr damit gekommen seid bei den Sachen. Zwei Durchgänge haben wir noch. Nehmt den Schläger wieder in die Schlaghand. Macht euch langsam bereit. Geht in die Ausgangsstellung und wartet wieder auf das Signal. Jetzt kommt Durchgang 9, genau. Und los geht's. Okay. Jetzt, damit uns nicht langweilig wird, machen wir es. Prellen hier mit rechts. Übergeben den Schläger und wechseln die Seite. Übergeben wir den Schläger, wechseln die Seite. Jetzt könnt ihr da einfach mal so ein bisschen kombinieren zwischen allem, was euch so einfällt. Ja, könnt auch mal anfangen, gucken, wie es ist, wenn ihr hier auf der Kante tippt. Was jetzt dabei vielleicht auch merkt, ist, wenn ihr das gerade durchführt, dass es schon ein Unterschied ist, ob man das so in Ruhe macht und nicht gespielt hat oder gerade vielleicht auch die Herzfrequenz ein bisschen hochgegangen ist. Und genau dafür ist das da. Wenn ihr spielt, dann geht auch mal im Ballwechsel die Herzfrequenz hoch. Und wenn ihr dann direkt wieder an den Tisch geht und den nächsten Aufschlag spielt, ist das was anderes, als wenn man jetzt ganz ruhig für sich spielen kann. Okay, sehr gut. Wir kommen zum letzten Durchgang. Da nochmal alles rausholen. Ich beobachte euch genau in die Ausgangsstellung und auf das Signal warten. Okay, sehr gut. Tipptopp. So, Schläger und Ball könnt ihr an die Seite legen. Gerne nochmal wieder einen Schluck trinken. So, und dann mache ich mir jetzt nochmal auf den ganzen Bildschirm am besten, dass ihr mich in groß seht und beende nochmal meine Bildschirmübertragung, dass ihr wirklich nur mein Video groß seht, um vorzumachen, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar kommt jetzt der Kräftigungsteil. Und auch da habe ich mir überlegt, heute gehen wir nochmal an die Oberschenkel ran. Und zwar machen wir, kennen vielleicht einige von euch auch, Bring Sally Up, Bring Sally Down, ein Klassiker. Bei Bring Sally Up, Bring Sally Down machen wir gleich zusammen Squats oder Kniebeugen. Ich stelle mich so ein bisschen seitlich hin. Die Ausgangsposition ist eigentlich auch so wie die in der Erwartungshaltung beim Tischtennis. Die Füße stehen auch so Schulter bis Hüftbreit etwa. Und da schaut jetzt mal, dass ihr eure Füße so ein bisschen in den Boden reinschraubt, dass das so zwei Schrauben sind, die sich nach außen drehen, um da so ein bisschen Spannung hier in den Rumpfbereich reinzubringen. Und ihr könnt auch gerne die Fußspitzen so ein bisschen nach außen, also die sollen nicht ganz gerade sein, die können so ein bisschen nach außen sein. Ich stelle mich nochmal gerade hin, also dass die so einen Tick nach außen zeigen, so ein bisschen reingedreht. Das ist die Ausgangsstellung, die wir brauchen. Und dann wird jetzt in diesem Lied immer gesungen, Bring Sally Up und Bring Sally Down. Und bei Bring Sally Down gehen wir runter in die Kniebeuge und halten das so lange, bis wieder Bring Sally Up gesungen wird. Und so geht das in dem Lied 30 Mal. Dann ist noch wichtig zu sagen, wenn ihr jetzt die Kniebeugen macht und hier in eurer Ausgangsposition steht, achtet darauf, dass die Knie schön in Verlängerung eurer Fußspitzen gehen. Wer jetzt irgendwie Knieprobleme hat oder so, der geht halt so weit, wie er sich da wohlfühlt und guckt, dass ihr hier so ein bisschen Spannung in den Oberschenkeln habt.
Jetzt, wenn ich nochmal das Ganze von der Seite euch zeige und hier runtergehe, dann die zweite Sache, die wichtig ist, neben dem, dass die Knie immer in Verlängerung der Fußspitzen bleiben, dass der Rücken möglichst gerade bleibt, dass man hier nicht so reingeht. So ein Hohlkreuz ist auch nicht so gut, ist nicht ganz so schlimm wie so ein Buckel. Und dann geht ihr hier runter, so dass ihr merkt, hier habe ich jetzt gut Spannung drin. Das kann bei dem einen so sein, bei dem anderen vielleicht sogar so. Und das halt, ihr könnt hier die Hände gerne zum Ausgleich nehmen, damit ihr nicht nach hinten umkippt, haltet das und geht dann wieder hoch. Also dafür habe ich auch wieder in der PowerPoint was vorbereitet. Ich teile dann jetzt einmal wieder meinen Bildschirm. Und zwar wird jetzt gleich oben so ein Balken ablaufen. Und da seht ihr dann auch in diesem Balken werden noch so ein paar rote Punkte drin sein. Da ist eine kleine Überraschung, da dürfen wir noch ein bisschen länger unten bleiben. Also macht euch bereit und dann geht's los. Halten, 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 unten bleiben. Gleich kommt der nächste rote Punkt. Und halten. Das Atmen nicht vergessen. So langsam darf es auch so ein bisschen anfangen, was ihr den Oberschenkel merkt. Und wie gesagt, jeder geht so weit runter, dass er für sich hier die Spannung merkt. Und nochmal halten, 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 halten. Fünf Stück noch. Auf geht's, auf geht's. Und der letzte. Und halten, halten, halten. Komm, komm, komm. Sehr gut. Und dann stoppe ich einmal die Bildschirmübertragung. Das war richtig gut. Das war nochmal schön Kräftigung am Ende. Jetzt darf man auch so ein bisschen die Oberschenkel merken, dass man da was getan hat. Könnt jetzt einen Schluck trinken. Wenn euch jetzt kalt sein sollte, auch gerne eine Jacke überziehen. Jetzt kommen wir zum entspannten Teil. Thank you.
Und zwar machen wir zum Abschluss noch so eine kleine Muskelentspannung. Und zwar ist es eigentlich am besten dafür, sich gemütlich auf den Rücken zu legen. Du kannst es aber natürlich auch gerne im Sitzen machen oder irgendwie anders. Ich werde dafür jetzt gleich was vorlesen. Ihr könnt ja noch mal einmal im Chat die Hand heben, ob ihr mich noch gut hören könnt. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit erzähle und mich gar keiner mehr hören kann. Ja, das sieht gut aus. Prima. Ja, ich lese das jetzt vor. Wie gesagt, leg dich gerne auf den Rücken. Nimm eine möglichst bequeme Haltung ein und stell dich darauf ein, dass du dich nun entspannen wirst. Achte darauf, dass du bequem liegst. Wie gesagt, leg dich auf den Rücken, die Arme leicht angewinkelt. Wahrscheinlich hörst du jetzt auch noch, wie dein Herz ganz, ganz gut am Pumpen ist. Lass das einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Die Beine, die liegen ausgestreckt nebeneinander und die Füße, die zeigen nach außen. Und dein Kopf, der hat eine angenehme Lage. Also der ist so leicht angezogen, so dass es für dich entspannt ist. Und jetzt richte deine Aufmerksamkeit einmal auf deinen Körper und gerne kannst du dabei die Augen schließen. Und jetzt spür einmal deine Füße auf der Matte, deinen Rücken und deine Hände. Geh in Gedanken durch deinen Körper und versuche aufzuspüren, welche Muskeln angespannt und verkrampft und welche vielleicht auch schon recht locker sind. Wahrscheinlich sind jetzt die Oberschenkel eher ein bisschen angespannt. Ja. Und wenn du jetzt den Wunsch dazu hast, dann nimm mal einen tiefen Atemzug und atme dann danach ganz langsam wieder aus. Wiederhole das ein, zweimal und beobachte, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Wir beginnen nun gleich mit den Übungen. Achte bitte dabei ganz aufmerksam auf deine Empfindungen bei der Anspannung und der anschließenden Entspannung der Muskeln. Wichtig ist hierbei jetzt, es kommt nicht darauf an, die Muskeln stark anzuspannen, sondern nur darauf, dass du die Unterschiede zwischen Anspannung und Entspannung deutlich spürst. Und atme auch beim Anspannen der Muskeln ruhig weiter. Und bitte für die Anspannung der Muskeln immer erst dann durch, wenn ich jetzt sage. Also unser Signalwort zum Anspannen der Muskeln ist jetzt. So, wir beginnen mit dem ersten Übungsteil. Richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf deine rechte Hand und deinen rechten Unterarm. Ball deine rechte Hand zur Faust. Jetzt. Halte die Spannung einen Moment und beobachte die Empfindung der Anspannung in Hand und Unterarm. Und mit deinem nächsten Ausatmen löse die Anspannung in Hand und Unterarm und locker die Muskeln. Achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achte darauf, welches Gefühl sich entwickelt in Hand und Unterarm. Ein leichtes Kribbeln vielleicht, ein Gefühl von Schwere oder Wärme. Geh mit dieser Aufmerksamkeit nun weiter zum rechten Oberarm. Beuge den Ellenbogen mit geöffneter Hand nach oben. Jetzt. Spüre die Anspannung im rechten Oberarm. Halte die Spannung noch einen Moment
Und auch hier wieder mit dem nächsten Ausatmen, lass den Arm wieder sinken und entspannen. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achte darauf, wie mit dem Nachlassen der Anspannung sich Gefühle der Entspannung ausbreiten können. Im rechten Oberarm, im rechten Unterarm, in der rechten Hand, in jedem einzelnen Finger. Lass den rechten Arm entspannt ruhen und wende deine Aufmerksamkeit nun der linken Hand zu. Balle die linke Hand zur Faust. Jetzt. Beobachte die Empfindung der Anspannung in Hand und Unterarm. Noch einen Moment halten. Und dann mit dem nächsten Ausatmen lass die Spannung wieder los und entspanne. Achte auch hier wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung, die sich jetzt allmählich in der Hand und im Unterarm ausbreitet. Geh mit der Aufmerksamkeit nun weiter zum linken Oberarm. Beuge den Ellenbogen. Jetzt. Beobachte die Anspannung der Muskeln im linken Oberarm und mit dem nächsten Ausatmen lass den Arm wieder sinken. Locker die Muskeln im Oberarm und entspanne. Spür auch hier wieder den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Lass alle Spannungen aus dem Arm herausfließen und entspanne den Arm. Mit jedem Ausatmen mehr und mehr. Mit jedem Ausatmen lösen sich die Muskeln des linken Oberarms, des linken Unterarms und der Hand mehr und mehr. Kommen wir zum zweiten Übungsteil. Lass jetzt beide Arme ganz entspannt ruhen und richte deine Aufmerksamkeit nun bitte auf beide Füße. Krall die Zehen beider Füße ein. Jetzt. Halte die Spannung noch einen Moment und beobachte die Empfindung der Anspannung in beiden Füßen. Und mit dem nächsten Ausatmen lasse die Anspannung wieder los und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Folge dem Gefühl der Entspannung mit jedem Ausatmen. Geh mit deiner Aufmerksamkeit nun weiter zu den Unterschenkeln. Bieg deinen rechten Fuß nach unten. Jetzt. Spür die Anspannung in den Wadenmuskeln. Halt die Spannung noch einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lass die Spannung wieder los und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Versuch mit jedem Ausatmen die Wadenmuskeln noch mehr loszulassen und zu entspannen. Wende deine Aufmerksamkeit nun den Oberschenkeln zu. Streck dein rechtes Bein aus und heb es an. Jetzt. Beobachte die Empfindung der Anspannung. Noch einen Moment halten. Und dann mit dem nächsten Ausatmen wieder lösen und entspannen. Beobachte mit dem Nachlassen der Anspannung, wie sich Gefühle der Entspannung in den Oberschenkeln ausbreiten können. Und folge diesem Gefühl mit jedem Ausatmen. Lass das rechte Bein entspannt ruhen und wende deine Aufmerksamkeit nun dem linken Unterschenkel zu. Strecke deinen linken Fuß nach unten. Jetzt. Spüre die Anspannung in den Muskeln. Halte die Spannung noch einen Moment und mit jedem Ausatmen lass die Spannung wieder los
und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Anspannung jetzt. Versuche mit jedem Ausatmen der Wadenmuskeln, die Wadenmuskeln noch mehr loszulassen und zu entspannen. Geh mit deiner Aufmerksamkeit nun zum linken Oberschenkel. Strecke dein linkes Bein aus und heb es an. Jetzt beobachte die Empfindung der Anspannung. Noch einen Moment halten. Und dann mit dem nächsten Ausatmen wieder lösen und entspannen. Beobachte, wie mit dem Nachlassen der Anspannung sich Gefühle der Entspannung in den Oberschenkeln ausbreiten können und folge diesem Gefühl mit jedem Ausatmen. Geh mit deiner Aufmerksamkeit nun weiter zu den Gesäßmuskeln. Kneif den Hintern zusammen, jetzt. Achte auf die Anspannung, halten, noch halten und dann mit dem nächsten Ausatmen wieder entspannen. Wieder ist deutlich der Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Folge dem Gefühl der Entspannung mit jedem Ausatmen. Mit jedem Ausatmen lösen sich die Muskeln des Gesäßes, der Oberschenkel, der Unterschenkel und der Füße mehr und mehr. Richte deine Aufmerksamkeit nun bitte auf dein Gesicht. Zunächst auf die Stirn. Leg die Stirn in Falten. Jetzt. Beobachte die Spannung in Stirn und Kopfhaut. Noch einen Moment halten und mit dem nächsten Ausatmen lass die Stirn locker und gelöst werden. Wie eine glatte, leere Fläche. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Glätte die Stirn immer mehr. Spür, wie die Entspannung der Stirn sich angenehm über die ganze Kopfhaut ausbreitet. Wende deine Aufmerksamkeit nun den Augen zu. Kneife die Augen leicht zusammen und rümpf die Nase. Jetzt. Spür die Anspannung in der gesamten oberen Gesichtshälfte. Halten. Noch halten. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder lösen und entspannen. Beobachte wieder das Nachlassen der Anspannung und die aufkommende Entspannung. Geh nun weiter zu den Kiefermuskeln. Presst die Zähne und die Lippen aufeinander und drückt die Zunge nach oben gegen den Gaumen. Jetzt. Spür die Anspannung. Halten. Noch halten. Und mit dem nächsten Ausatmen lass wieder los. Locker den Unterkiefer und entspanne. Achte darauf, wie mit dem Nachlassen der Spannung ein Gefühl der Entspannung eintritt. Folg diesem Gefühl, dass die Entspannung mit jedem Ausatmen immer noch tiefer werden und tiefer. Lass das Gesicht ganz entspannt und ruhig und geh mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu den Muskeln in Hals und Nacken. Zieh den Kopf etwas ein und drück ihn nach hinten. Jetzt. Spür die Anspannung in Nacken und Hinterkopf. Halten, noch halten und mit dem nächsten Ausatmen löst die Spannung wieder und locker die Muskeln. Beobachte das Nachlassen der Anspannung und die aufkommende Entspannung mit jedem Ausatmen. Mit jedem Ausatmen lösen sich die Muskeln in Hals und Nacken und des Gesichtes mehr und mehr. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deine Schultern. Drück die Schultern nach hinten zusammen. Jetzt. Achte auf die Anspannung in den Schultern, im gesamten oberen Rücken. Noch ein wenig halten und mit dem nächsten Ausatmen
Lass die Schultern wieder los und entspann. Lass die Schultern so tief wie möglich sinken. Lass alle Spannung aus den Schultern entweichen. Ein angenehmes Gefühl von Ruhe und Entspannung breitet sich aus. Folg diesem Gefühl und vertiefe es mit jedem Ausatmen immer mehr. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deine Brustmuskeln. Nehme einen tiefen Atemzug und halt die Luft an. Jetzt. Spür die Spannung in den Brustmuskeln. Noch ein wenig die Luft anhalten. Und dann ausatmen. Loslassen und entspannen. Achte darauf, wie mit dem Nachlassen der Spannung ein Gefühl der Entspannung eintritt. Lass die Entspannung mit jedem Ausatmen immer noch tiefer werden und tiefer. Richte deine Aufmerksamkeit nun bitte auf den unteren Rücken. Mach ein leichtes Hohlkreuz, jetzt. Spür die Spannung im unteren Rückenbereich. Noch einen Moment halten und mit dem nächsten Ausatmen lass dann wieder los und entspann. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Mit jedem Ausatmen lösen sich die Muskeln des Rückens mehr und mehr. Wander mit deiner Aufmerksamkeit nun weiter nach vorne in deinen Bauch. Spann die Bauchmuskeln etwas an, so als wolltest du einen leichten Schlag abfangen. Jetzt. Spür die Spannung in der Bauchdecke. Halte sie noch einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lass die Anspannung los und entspanne. Wieder spürst du den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Lass die Bauchmuskeln locker und entspannen sie mit jedem Ausatmen mehr. Und nun konzentriere dich nur noch auf das angenehme Gefühl der Entspannung. Folge diesem Gefühl und versuch, es mit jedem Ausatmen immer noch tiefer werden zu lassen. Und lass dieses angenehme Gefühl in jeden Teil deines Körpers fließen. In die Arme und Hände, in jeden einzelnen Finger, in Stirn und Kopfhaut, in die Augen, in Kiefer- und Wangenmuskeln, in Hals und Nacken, in die Schultern, den ganzen Rücken hinunter, in den Bauch, in den Po, die Oberschenkel, die Unterschenkel, bis in die Füße hinein, bis in die Zehenspitzen. Lass dich mit jedem Ausatmen tiefer und tiefer in Ruhe und Entspannung fallen, so weit wie du möchtest, wie es für dich angenehm ist. Genieß diesen Zustand von Ruhe und Entspannung. Und in diesem Zustand kannst du jetzt gerne noch ein paar Minuten verweilen oder, wenn es für dich auch schon genug ist, jetzt so langsam wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Wir möchten uns an dieser Stelle für deine Teilnahme bedanken, hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat und dir was gebracht hat. Bleib gerne noch so liegen. Wir lassen hier das Webinar noch geöffnet. Du kannst uns gerne noch im Chat ein Feedback schreiben, aber wie gesagt, gerne noch erstmal so ein bisschen verweilen. Und wir stellen uns dann jetzt stumm und unser Video aus und wünschen euch noch einen angenehmen Abend. Bis bald.